Willkommen zu 7 Days to Die. Meine erste Folge und wollen wir nachsehen, wie es läuft. Dann wollen wir mal anfangen. Ja, 7 Days ist ein Hardcore-Survival. Und gleich eine Stadt mit Zombies. Okay. Wir brauchen erstmal... Ich hoffe mal wieder, dass es nicht zu laut ist. Ups, falscher Knopf. E drücken. Ich höre schon Zombies. Oh, wir brauchen erstmal diese Büsche, um Landsfieber zu bekommen. So. Dann bräuchte man noch einen Ast. Oder einen Stock, besser gesagt. Den kriegt man hierher und noch einen Stein. So. Ein Stein. Und dann können wir uns hier bei die Basics, ist gleich am Anfang so eingestellt, kann man sich quasi die hell, also gelb unterlegten Sachen kann man sich herstellen. Dann craften wir uns jetzt mal eine Axt. Hätten wir schon mal eine Axt und dann kann man alles etwas schneller abbauen. Und dann werden wir uns mal ein paar Büsche hier mitnehmen. So. Hab jetzt schon ein paar Welten gemacht, ey. Und jedes Mal immer in der Wüste. Na gut. Da müssen wir jetzt durch, würde ich sagen. So, hier haben wir Vogelnester. Da brauchen wir quasi die Federn. Gleich mal ein bisschen Action machen hier. Und immer schön auf den Kopf ziehen. Oh. Unser erster Zombie. Mit einem Buch. Na gut. Steine sind ganz wichtig. Dann machen wir gleich den nächsten Blatt. Und Level 2. Und nichts drin. Okay. Mal noch ein paar Fieber. Dann holzen wir da mal die Bäume noch ab. Hier liegt ein Rucksack. So, die Federn, die braucht man dann für Pfeile. Mal gucken, haben wir hier was Schönes drin? Ja, genau. In lila. Na gut. Das muss mir erstmal einer nachmachen. Und dann hätten wir hier schon was zu essen. Die Pflanzen immer von oben zuerst abnehmen, weil sonst gehen die kaputt. Dann kriegt man nicht so viel raus. Dann fällen wir jetzt mal schnell einen Baum. Okay, am Anfang ist das immer noch nicht schnell. Oh, na komm. Können wir nämlich die Baumstämme gleich mal in Planken und in Sticks umwandeln, dann können wir... Oh, für mich ist das ganz schön laut. Okay. Also tun wir die vier Logs, Woodlogs, erstmal in Planken umwandeln. In der Zeit tun wir hier noch ein paar Federn sammeln. Wo schreit der denn? Ach doch. Was war das? So. Okay. Ah, verdammt. Stirb! Mein Gott. Ach. Das sind Schematics. Umso mehr man davon lernt, verschiedene, umso mehr kann man dann herstellen. Wir lernen die jetzt mal. Dann verschwinden die schon mal.
Okay, natürlich, jetzt bin ich. Dieses Zeichen hier quasi ist infected. Das heißt, die Viecher riechen mich quasi jetzt oder so. Wie das richtig funktioniert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass man dafür blaue Pillen braucht, um das wieder wegzukriegen. Und das wird jetzt schwierig. So, können wir uns schon einen Bogen herbauen? Nee, können wir nicht. Okay, dann machen wir daraus mal Sticks. Ich werde jetzt die Stadt erstmal ein bisschen umgehen. Weil ich denke nicht, dass ich da weit kommen werde, wenn ich mich da versuche durchzuboxen. Weil da müsste ich erstmal vielleicht eine gescheite Waffe finden oder sowas. Oder irgendwas, mit was ich besser zuhauen kann. Dieses Geräusch, das war ein Bär. Den sollte man am Anfang auch nicht gerade begegnen. Nein. Nein. Oh Mann. Der Bär macht mir ein bisschen Angst. Habe ich das schon gelootet? Ja. Oh, ich brauche noch ein paar mehr Steine. Aber Wüste gefällt mir jetzt überhaupt nicht, ey. Noch ein Vogelnest. Hier haben wir noch ein Vogelnest. Wo ist der da oben? Okay. Und schon sind wir Level 3. So, jetzt mache ich mir mal einen Bogen. Den stelle ich mir auch gleich her. Und die Steine braucht man dann jetzt zum Pfeile herstellen. Oh Mann. Viel zu viele Zombies. Viel zu viele Zombies. Oh, schnell weg. Schnell weg. Ah, die werden mich jetzt lange verfolgen, verdammt. Jetzt kann ich natürlich nicht mehr rennen, weil ich außer Atem bin. Die Viecher verfolgen mich natürlich jetzt. Noch so ein Vieh, da ist noch so ein Vieh. Verdammt. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, verdammt. Ach, Scheiße. Fängt natürlich richtig beschissen an. Mal ein bisschen wegrennen hier vor die Viecher. Läuft natürlich für die erste Folge ein bisschen beschissen, aber was will man machen? Oh Mann. Ah, noch ein Dorf. Das ist. Ne, ist nicht jetzt. Na, ist nicht dasselbe Dorf. Oh Mann. Nein, 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 nein. Weg hier, weg, 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 weg. Weit, weit weg. Drücke mal den falschen Knopf. Okay, Bogenhammer, dann stellen wir jetzt mal alles an Pfeile her. Ah, da ist ein Bär.
Also der Bär ist für einen Anfang sehr, sehr schlecht. Zwischendurch noch ein bisschen looten, was man so kriegt. Uff. Okay, dann tun wir den Bogen mal laden. Dann haben wir jetzt schon mal Pfeile. Okay. Das heißt, wir können jetzt schon mal aus Distanz quasi die Viecher töten. Oh, wackelt doch nicht so. Okay, die Knochen, die da drin sind, die sammle ich mal nicht ein, weil dann riechen mich die Viecher und dann wissen die immer ganz genau, wo ich bin. Das ist jetzt für den Anfang auch nicht so überragend. Okay. Ja, umso höher man in den Level steigt, umso besser ist auch der Loot. Und ach, da ist noch so ein Bär. Mein Gott. Na komm. Verdammt! Okay. Na gut, da ist mein Essen jetzt weggelaufen. Gucken wir mal, dass wir noch mehr Federn finden. Ich glaube. Was schreit denn hier immer so? Na, eigentlich will ich es gar nicht wissen, aber. Okay. Eisenpfeil ist. Nicht schlecht. Okay. Ich bräuchte langsam mal einen Unterschlupf. Ab 22 Uhr, die Zeit, die hier oben steht, ab 22 Uhr fangen die Zombies anzurennen. Da sind sie quasi schneller wie ich. Und das ist nicht so praktisch. Müsste ich mir hier langsam mal Gedanken machen, wo ich unterkomme. Da schnauft sie. Ein Plätzchen irgendwo, wo ich. Ja, hör auf zu schnaufen. Das war ja fast ein Headshot. Oh, hier ist ein Weg, da könnte eventuell sogar ein Häuschen sein oder sowas. Haben wir hier? Oh wow. Das ist jetzt mal richtig krass. Das ist jetzt, ja.
Weil so wie das aussieht, ist das ein Bunker. Wow. Ah, verdammt. Oh nein. Das ist natürlich, ist natürlich nicht so gut. Ich mach mir, habe ich noch? Komme ich hier irgendwie, kann ich hier irgendwie reinspringen? Okay, dann tue ich mal schnell meine Axt reparieren. Und dann hacke ich hier mal schnell den Zaun weg. Da muss ich rein. Jedenfalls wäre das nicht schlecht, wenn ich da reinkomme. Das könnte zu lange dauern hier. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Ah, die sehen mich. Scheiße. Na, lauf doch mal. Ich würde da jetzt zu gern rein wollen. Scheiße. Jetzt ist er wieder erschöpft. So. Aber ich würde sagen, ich werde hier versuchen, vielleicht irgendwas aufzukriegen oder so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Für einen Daumen nach oben würde ich mich freuen oder für eine Bewertung oder für in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.